verlassen. Ich habe gehört, wie er mit jemandem sprach, einer Frau. Als ich die beiden zur Rede stellen wollte, flohen sie in Richtung eines seltsamen Lichts im Wald. Sie sind die ganze Nacht nicht zurückgekommen. Ich denke, es wird Zeit, nach ihm zu sehen. Doch der Wald ist gefährlich. Würdet ihr mich begleiten? Es ist nicht überraschend, dass Feodor sich zu mir hingezogen fühlte. Doch ich gab ihm nur, was er wollte. Seine klägliche Seele
wurde von Qual und Ekstase auseinandergerissen. Doch sein Fleisch ist unnachgiebig. Mischt euch nicht ein! Belohnung aus seid. Nehmt den Dolch aus seiner Brust und lasst mich allein. Ugh!
Namen her, um dieses Übel auszulöschen. Doch nun... Ich kann meine Freunde nicht hier lassen. Nicht so. Wir schaffen das nicht allein. Sie sind hier! Komm nur hier raus, wenn wir kämpfen. Das habt ihr euch verdient. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr habt ein gutes Auge. Dieser Pilz wird beinahe jeden Trank verstärken, den ich ihm beigebe. Lasst mich euch etwas als Gegenleistung anbieten. Gemeinsame Freundin benötigt eure Hilfe. Doch wir müssen vorsichtig sein. Hier, sie wollte, dass ich euch diesen Brief übergebe. Teuerster Freund, ich weiß nicht, wie lange meine zitternde Hand eine Feder halten kann. Also fasse ich mich kurz. Ich glaube, dass der Dämon, den wir in der Kanalisation vernichtet zu haben...
Geht weiter, bevor ich... Oh, ihr seid es. Gott sei Dank. Die Schwester ist im Keller. Kommt schnell. Ich wusste, dass ihr nicht viel Zeit. Ihr müsst Bluträten durchführen. Dämon exorzieren. Was? Ich kann nicht. Ihr braucht mein Gebetsbuch, aber Kelch ist fort. Ihr müsst neuen beschaffen. Wo? Margrave. Medway. Er ist Kelchhüter. Vorsicht. Er ist misstrauisch. Ihr müsst ihn vielleicht täuschen. Bitte. Schnell! Wer seid ihr, dass ihr so etwas verlangt? Nur jene, die ihr Leben dem Glauben widmen, dürfen die heiligen Instrumentarien berühren. Ich bin auf Geheiß der ehrwürdigen Mutter Oberin Prava selbst hier. Soll ich ihr sagen, dass ihr nicht gewillt seid, ihrer Bitte Folge zu leisten? Bitte vergebt mir. Es ist so selten, dass ich von Kiyovashat höre. Ganz zu schweigen von der Mutter Oberin selbst. Ich fühle mich geehrt. Hier, bitte. Natürlich muss er zuerst geweiht werden. Gesalbt im Blut von Sündern. In den Höhlen östlich von hier verkriechen sich Banditen, die sich dafür eignen.
brauche mehr Zeit. Nehmt jetzt einen brennenden Holzscheit aus dem heiligen Scheiterhaufen. Ausgezeichnet. Es war weise von der Mutter Oberin, euch diese Aufgabe anzuvertrauen. Der Kelch ist nun für sie bereit. Dem Licht sei Dank, seid ihr zurück. Der Zustand der Schwester hat sich verschlimmert. Sobald ihr weg wart, hat die Schwester... Der Dämon in ihr spricht durch sie. Sie hat furchtbare Schmerzen. Sie hat mir vom Kelch erzählt. Hier, ich platziere ihn, während ihr euch vorbereitet. Wir müssen uns beeilen. Vater Inarius, reinigt mein böses Blut in eurem Lichte, während ich es vergieße. Lasst das Licht die Dunkelheit in unserem Inneren erfüllen. Noch mehr von eurem erbärmlichen Gesang. Wollt ihr unbedingt sehen, wie ich ihr Blut gefrieren lasse? Lasst das Licht die Dunkelheit verdrängen, die sich in dieser Frau verbirgt. Vater, treibt diesen Dämon aus. Ich wusste es. Wusste ich doch, dass ihr in etwas Abscheuliches verwickelt seid. Nein, haltet ihn auf. Hört sofort auf. Die Mutter Oberin wird von dieser Ketzerei erfahren. Ihr werdet alle brennen. Vater, vergib mir. Ja. Schnell, bringt es zu Ende. Licht, lösche den Frevel aus. Genug, ich bin es leid. Schwester, nein. Nein, nein, wie kann sie noch kämpfen? Schwester? Schwester! Bitte sagt etwas! Bitte wacht auf! Ah, viel zu kalt hier unten. Oh, preise das Licht! Ja, das habt ihr gut gemacht. Der Dämon ist wahrhaftig gebannt. Ich bin beeindruckt, dass ihr das Ritual so schnell nachmachen konntet. Ich habe ewig gebraucht, um es zu meistern. Schwester Octavia, es geht euch gut. Doch diese Personen haben sich der Blasphemie der übelsten Sorte schuldig gemacht. Lügen, Diebstahl von heiligen Instrumentarien. Gewalt gegenüber einem Priester der Kathedrale. Vor Ende des Tages werden sie auf dem Scheiterhaufen brennen. Wie konntet ihr so leichtsinnig sein, wenn die Mutter Oberin... Ach, und was werdet ihr Prava erzählen? Dass ihr es einem Außenstehenden erlaubt habt, ihren heiligen Repräsentanten so einfach zu täuschen? Dass ihr eure Herde in Margrave ohne Führung des Lichts zurückgelassen habt?
Sollte ich auf diesem schrecklichen Scheiterhaufen enden, werdet ihr neben mir stehen. Nein. Ich... Ich war wohl schon zu lange fort von Margrave. Ich sollte schnell zurückkehren. Aber bitte, Schwester Octavia, gebt besser auf euch acht. Die Kathedrale ist stärker, wenn ihr auf den Beinen seid und nicht krank im Bett liegt. Werte Freundin, bitte gebt mir einen Moment. Dann treffe ich euch draußen. Ihr verdient einen angemessenen Dank. Und ich danke. Ja, ich fühle bereits die Wärme zurückkehren. Danke, meine Freundin. Ich habe euch eine große Last aufgebürdet, bat euch, für mich zu lügen, euch in große Gefahr zu bringen. Wenn ihr abgelehnt hättet, könnte ich es euch nicht verübeln. Doch das habt ihr nicht. Ihr habt mich gerettet und damit auch unzählige andere, denen ich noch helfen kann. Was ist mit Priester Matvey? Glaubt ihr, er könnte noch für Probleme sorgen? Nein. Er wird alles für sich behalten, was er gesehen hat. Hoffentlich kann ich dem restlichen Klerus beibringen, etwas mehr Vertrauen in die Mitglieder ihrer Gemeinde zu haben. Ich möchte, dass ihr dies nehmt. Es ist nicht viel, doch ich hoffe, dass es euch etwas Glück bringt. Abermals danke. Ihr werdet immer eine Freundin in der Kathedrale haben. Oh, und ich werde versuchen, bei Prava ein gutes Wort für euch einzulegen. Darin steckt nicht wenig Magie.